Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Linux GNOME 3, die Extension Text Translator. Übersetzertools gibt es inzwischen eine ganze Menge, zum Beispiel den Google-Übersetzer zu finden unter translate.google.de. Hier werden ganze Texte übersetzt oder auch einzelne Wörter. Und dazu gibt es jetzt für GNOME 3 eine Erweiterung, eine Extension zu finden unter extensions.gnome.org. Und zwar heißt die Extension Text Translator. Einfach draufklicken und installiert wird das Tool, indem man hier auf den Schieber, auf den Button klickt, sodass ein Ordner erscheint. Dann wird hier zusätzlich hier oben ein Icon angezeigt und dann einfach draufklicken und dann wird hier direkt übersetzt. Übersetzen. Und das ist das Ergebnis. Dann hier unten kann man das Tool beenden, beziehungsweise auch hier zu den Einstellungen kommen. Das sind die Einstellungen, die Haupteinstellungen, Translator, die Sprache, die Quellsprache, Zielsprache, den Translator auswählen. Und dann gibt es hier ganz hinten noch die Tastenkombination. Okay, die Erweiterung findet man im folgenden Verzeichnis. Und zwar verborgene Dateien anzeigen, anklicken hier im persönlichen Ordner, im Verzeichnis .local, share, gnome-shell, extensions. Hier findet man dann die Erweiterung Text Translator. Und die Einstellung findet man auch im dconf-editor, dconf-editor. Editor und zwar unter Org, GNOME, dann Shell, Extensions und hier gibt es jetzt einen Eintrag Text-Translator. Das war User Paul von Open Screencast. Ciao und viel Glück.